Ja, hallo Uhrenfreunde, willkommen zurück im Federhaus. Ich hoffe, ihr hattet ein tolles Weihnachtsfest, konntet die Tage mit euren Liebsten, eurer Familie, Freunden, Bekannten schön verbringen und habt vielleicht auch noch zwischen Weihnachten und Neujahr frei, um so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Ja, ich habe ein bisschen Zeit für euch und habe gedacht, ich drehe einfach noch mal ein kleines Tutorial. Mir war es wichtig, noch mal so eine Art Follow-up-Video zu drehen zu dem Thema Uhren in 42 mm. Es kommt nicht nur auf die Größe an. Und hier möchte ich nochmal dran anschließen in diesem Video, dass obwohl Armbanduhren komplett andere Dimensionen haben können und sich von der Größe her super voneinander unterscheiden, sie sich am Handgelenk trotzdem identisch oder ähnlich tragen. Und warum das so ist und warum ich eben der Meinung bin, dass es immer wichtig ist, Armbanduhren anzuprobieren, bevor man sie sich direkt kauft oder einfach vielleicht blind im Internet bestellt. Okay, man kann sie natürlich übers Internet zurückgeben, aber es ist so ein Punkt, von dem ich finde, dass man ihn nicht oft genug betonen kann. Denn nur der reine Durchmesser einer Armbanduhr sagt nichts über den Tragekomfort aus. Auch das Gewicht ist nicht unbedingt entscheidend. Und das ist einer der Gründe, warum ich in meinen Videos grundsätzlich den Abstand von Horn zu Horn bei einer Armbanduhr messe und auch den Abstand von Bandanstoß zu Bandanstoß. Damit einem die Dimensionen da mal bewusst werden und man so in etwa absehen kann, was da auf einen zukommt. Und ich möchte jetzt nochmal kurz die Unterschiede der beiden Uhren zueinander rausarbeiten. Also wir haben hier tatsächlich die, ja, ich sag mal, kleine Speedy mit ihren Durchmessern von 42 mm. Die Gehäuselänge von Bandanstoß zu Bandanstoß liegt bei 54 mm und wir haben eine Horn-zu-Horn-Länge von 48 mm. Hatte ich in dem Video ja schon alles beschrieben. So, und bei der Boink, bei der G-Shock haben wir es nun mit einem ziemlich ausladenden und fetten Gehäuse zu tun. Da kommen wir in der Gehäusebreite schon auf 54,4 mm. Das heißt, die G-Shock ist im Grunde genommen genauso breit, wie die Speedy lang ist. Und in der Gehäuselänge liegt die G-Shock nochmal einen drauf. Da haben wir es mit 59,1 mm zu tun. So, und wenn man jetzt mal die beiden Uhren nebeneinander hält, so, da sieht man schon, ja, da ist die Speedy ja schon eine ziemlich kleine und schlanke Uhr gegen, gerade von den ganzen Abmessungen her. Und jetzt zeige ich euch mal eine kleine Überraschung. So, und zwar messen wir jetzt einfach mal den Punkt, an dem das Armband an der Speedy befestigt ist und ermitteln den Abstand dazu. So, wir haben hier, ich bin jetzt in der Mitte der beiden, messe jetzt von der Mitte dieser beiden kleinen Schrauben an denen das Armband am Bandanstoß befestigt ist hier. Und da messe ich jetzt einfach mal eben von Gehäuse oben nach Gehäuse unten. Und hier bin ich jetzt jeweils mittig und da komme ich auf einen Abstand von 51 mm. Ja, da haben wir es. 51 mm. Nochmal, dass ihr seht, dass ich hier irgendwie nichts verstelle oder nichts schummle. Hier haben wir 51 mm. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal bei der G-Shock an. So, und siehe da, hier treffen wir gar nicht mal so hundertprozentig die Mitte dieser Imbusschrauben, sondern wenn wir da jetzt mal uns wirklich direkt an der Mitte dieser Schrauben ausrichten, kleine Korrektur, so in etwa. Ja, jetzt haben wir es. So. Und da kommen wir auf einen Horn-zu-Horn-Abstand bzw. auf einen Bandbefestigungsabstand von ungefähr 50 mm. So, ja, wer hätte es gedacht? Das Armband bei der G-Shock ist
etwa 1 mm näher am Gehäuse befestigt als bei der Omega. Und das, obwohl das Gehäuse so riesig ist. Und was sagt uns das? Naja, das sagt uns, dass die G-Shock sich gar nicht so groß am Handgelenk trägt, wie sie eigentlich ist. Das heißt, sie lässt sich auch an kleineren Handgelenken durchaus bequem tragen, obwohl sie so ein großer Klopper ist. Und die Speedy, dafür, dass sie im Prinzip nur 42 mm Durchmesser hat, wirkt eigentlich schon oder trägt sich wie eine größere Uhr. Das ist das, worauf ich hinaus wollte mit diesem Video. Und leider geben eben die Hersteller diese Horn-zu-Horn-Länge oder eben auch Bandanstoß-zu-Bandanstoß auf ihren Homepages nicht an. Und hier kann man eben wunderbar sehen, dass der reine Durchmesser einer Uhr nichts darüber aussagt, ob man die Uhr im Endeffekt tatsächlich auch an sein Handgelenk bekommt und wie sich die Uhr daran trägt. Und ja, diesen Unterschied wollte ich einmal mal aufzeigen, damit ihr wisst, probiert eure Uhren an und ja, schaut einfach mal, wie wohl fühlt ihr euch mit einer Uhr am Arm, bevor ihr sie kauft. Denn gekauft ist sowas immer schnell, aber das heißt eben noch lange nicht, dass die Uhr auf Dauer auch am Handgelenk Spaß macht. Denn man kann eine Uhr wirklich schön und toll finden, aber wenn sie auf Dauer nicht bequem am Handgelenk sitzt, dann spielt es vollkommen keine Rolle, wie teuer die Uhr war und wie schön sie ist. Ihr werdet sie dann einfach nicht tragen und ihr werdet wieder auf eine Uhr zurückgreifen, die einfach bequem an eurem Handgelenk sitzt. Ja, ich hoffe, mein Video hat euch da so ein bisschen gezeigt, dass die Abmessungen bei Armbanduhren schon, ja, ich sag mal genauer unter die Lupe genommen werden sollten, weil es da eben dann doch schon interessante Unterschiede gibt oder eben auch Gemeinsamkeiten. Und ja, ich wünsche euch jetzt einfach schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, ihr schaut auch beim nächsten Video bei mir wieder rein, wenn ich wieder sage, willkommen im Federhaus. Also Leute, macht's gut, ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal.